Beispiel Schuhe binden, da war es schon oft, dass es dann richtig weh getan hat, wenn die Nägel so abgekaut sind, dass es dann eben auch schon manchmal angefangen hat zu bluten. Ärgerst du dich dann über dich selbst? Ja, weil ich mir denke, es ist eigentlich nicht nötig. Dann fügt man sich unnötigen Schmerz zu, den man eigentlich nicht braucht. Laut ungefähren Schätzungen kaut jede 10. erwachsene Person an den Nägeln. Ich kann leider auch dazu, aber so schlimm wie beim Flo, den ich jetzt gleich treffen werde, ist es nicht, weil der kaut wirklich, bis er blutet. Und ich will jetzt wissen, wie schafft er es aufzuhören und warum kauen wir überhaupt Nägel? Hallo. Was stört dich am allermeisten am Nägelkauen? Boah, ich würde sagen, dieses immer wieder einfach in unbewussten Momenten einfach die Finger im Mund zu haben. Was, glaube ich, für Außenstehende irgendwie nicht gerade schön ausschaut, würde ich sagen. Einfach generell, dass die Finger immer abgekaut sind und man eigentlich keine wirklich, unter Anführungszeichen, schönen Nägel hat. Ohne Unterstützung und mit reiner Willenskraft aufzuhören, war für den 20-Jährigen bisher unmöglich. Also ich habe mal ausprobiert, seinen Stift zum Draufschmieren. Also dass der Nagel, wenn man ihn im Mund nimmt, nach seinem bitteren Geschmack schmeckt. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Diesmal soll es aber funktionieren. Deshalb testet Flo für uns unterschiedliche Methoden. Sein Ziel? Innerhalb von 3 Wochen sollen seine Nägel bis zu den Fingerkuppen wachsen. Es wird hart. Meine Fingernägel, die sind jetzt größtenteils alle wieder ziemlich kurz. Wir starten das Anti-Nägelkau-Experiment mit einem unangenehmen Besuch im Kosmetikstudio, um herauszufinden, in welchem Zustand Flo's Nägel sind. Und was glaubst du, wie zerstört sind sie? Wenn ich jetzt gerade die 3 Finger da vor allem anschaue, also den Daumen, den Ringfinger und den kleinen, dann sind die schon sehr abgekaut und sehr zerstört. Hast du Angst? Angst habe ich keine. Ich bin eher gespannt, was sie sagen wird. Wie lange beißt du schon Nägel? Seitdem ich mich eigentlich erinnern kann. Das hat in der Kindheit begonnen. Hier im Kosmetikstudio kennt man das Problem, Nägel kauen. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass in letzter Zeit wirklich mehr Leute kommen, die Nägel kauen. Also das wird immer präsenteres Thema. Wieso das Thema Nägelkauen bei uns Menschen so häufig vorkommt, hat neurobiologisch damit zu tun, dass es zur großen Gruppe der zwanghaften Verhaltensweisen gehört. Heißt, unser Gehirn kann bestimmte Impulse, wie zum Beispiel Nägelkauen, schlechter kontrollieren. Oft beim Nägelkauen, genauso wie bei Menschen, die sich die Haare ausreißen oder bei ähnlichen anderen Verhaltensweisen, bildet sich sowas wie ein Druck, der dann abgeführt wird und es geht einem danach kurz zumindest besser. Und letzten Endes haben auch diese Prozesse auch etwas mit dem Botenstoff Dopamin zu tun. Gefährlich ist das Kauen erst, wenn es körperliche Schäden anrichtet oder die Nägel tatsächlich abfallen. Dann können therapeutische Maßnahmen helfen. Öfter kommt es allerdings zu chronischen Nagelbettentzündungen oder Nagelwuchsstörungen. Jetzt blutest du halt da ein bisschen. Mhm. Wie sieht das denn bei Floßnägel aus? Auf jeden Fall rissige Stellen, was auch schon zu Entzündungen neigt. Der hat es wirklich ganz zurückgebissen, wo auch schon Blutung entstanden ist unterm Nagel. Nagelbeißen trocknet auch den Nagel definitiv aus. Hättest du gedacht, dass der Nagel so drunter leidet? Es klingt jetzt ziemlich hart eigentlich. Also vielleicht ist das auch ein Ansporn aufzuhören oder dass man es vielleicht ein bisschen reduzieren kann auch schon. Flo ist Leistungssportler, Disziplin, Laufen. Vor Wettkämpfen steht er oft unter psychischem Druck. Das Kauen ist sein emotionaler Regulator. Aber wie bei den meisten passiert es auch bei ihm oft automatisiert. Es gibt genug Momente, wo ich dann eigentlich erst am Abend oder so meine Nägel anschaue und merke, aha, der ist wieder ordentlich abgebissen. Aber könnte jetzt dir nicht sagen, wann es genau passiert ist. Als ersten Schritt heißt es deshalb herauszufinden, in welchen Momenten er kaut. Deshalb haben wir dir was mitgebracht, nämlich einmal ein Biss-Tagebuch. Dankeschön. Alles abschauen muss. Flo wird die nächsten Wochen in sein Biss-Tagebuch schreiben, wann er kaut und wieso. Einmal, dreimal. Für uns hält er das Ganze auf Video fest. Und Flo testet das Habit Reversal Training. Heißt, der Griff zum Mund wird durch eine andere Bewegung ersetzt. Zum Beispiel durch Tippen auf die Schulter. Generell, wer aufhören will mit dem Nägelkauen, findet auch im Netz etwas absurde Helfer wie Bissketten oder Fingerschutz. Stülpt man einfach so drüber, oder wie? Ich
glaube, die Leute schauen damit mehr auf die Finger als ohne. Das Nägelkauen ist in Flohs Familie übrigens nicht ungewöhnlich. Es kommt dann doch bei uns in der Familie etwas häufiger vor. Also mein Bruder macht es auch ein bisschen, meine Mutter auch und sogar auch die Oma, bin ich letztens drauf gekommen. Also es geht wirklich einmal durch die Reihe durch, dass vielleicht da abgeschaut oder mitgenommen wurde. Tatsächlich spielt laut Forschung erlerntes Verhalten und die Vererbung eine große Rolle beim Nägelkauen. Bei Verhaltensweisen wie beim Nägelkauen wissen wir aber auch, dass es einen ziemlich hohen Anteil gibt, der auch durch genetische Faktoren erklärt wird. Also man sagt, bis zu 65% der Varianz des Verhaltens sind auch durch genetische Faktoren erklärbar. Es gibt auch in der Literatur viele Hinweise darauf, dass es sich über mehrere Generationen gibt. Also es gibt solche Multigenerationenfamilien. Fazit nach 5 Tagen. Mittlerweile wachsen meine Nägel schon ein bisschen. Flohs Selbstversuch läuft am Anfang übrigens noch recht gut. Ich habe das echt gut unter Kontrolle und werde mir wirklich immer bewusst, wann ich meine Finger in den Mund nehme. Und wenn ich sie im Mund habe, fällt mir das immer sofort auf. Und dadurch komme ich eigentlich nicht in dieses wirkliche Nägelbeißen hinein. Und nach 1,5 Wochen hole ich mir ein kurzes Update von Flo. Wo bist du gerade unterwegs? Was ist der Status quo? Wie sieht's aus mit deinen Nägeln? Also ich muss sagen, richtig gut. Hat mich richtig überrascht. Also bis jetzt, wenn ich das kurz in die Kamera zeige, man sieht's, dass die Nägel schon deutlich länger sind. Die sind noch immer auf einem guten Weg. Die sind jetzt schon richtig schön lang. Und so lang waren sie wirklich seit Ewigkeit nicht. Aber nach 2 Wochen steigt Flohs Stresslevel wieder. So, ich bin gerade unterwegs auf einem kleinen Trainingslager. Und meine Finger sind leider nicht verschont geblieben. Da kaue ich anscheinend wieder unterbewusst meine Fingernägel. Die sind jetzt größtenteils alle wieder ziemlich kurz. Aber ist es bei dem einen Rückfall geblieben? 3 Wochen sind jetzt vorbei und ich bin gespannt, wie Flohs Nägel jetzt eigentlich ausschauen. Kommen wir gleich zum Punkt. Ja, ja, nein, sehr gut, glaube ich. Also möchte ich dir mal zeigen. Wahnsinn! Ich bin richtig zufrieden. Wow! Also, die sind ja schon richtig lang. Ja, alle zusammen. Und welche Methode, glaubst du, ist tatsächlich die, die am meisten funktioniert? Also einerseits hat mir extrem geholfen, dieses Tagebuch zu führen. Also wirklich immer aufschreiben, wann man gebissen hat. Dass man sich bewusst wird, zu welchen Situationen man vielleicht häufiger beißt. Ein Moment war dabei, da habe ich trainiert und während dem Dauerlauf habe ich während dem Laufen anscheinend so angefangen zu kätzeln und dann während dem Laufen aber abgebissen. Und da wäre ich nie drauf gekommen, glaube ich, davor, wenn ich das nicht bewusst aufgeschrieben hätte. Und was, glaube ich, auch wirklich hilft, wenn man es einfach vielen Leuten erzählt, weil man dann eben auch immer wieder diesen Ansporn hat, jetzt habe ich es ihnen erzählt, jetzt will ich es auch tatsächlich schaffen. Flo hat es in etwas mehr als 3 Wochen vorerst mal geschafft, das Nägelkauen in den Griff zu bekommen. Bei ihm hat die simple Methode mit dem Bisstagebuch am besten funktioniert. Ich bin echt begeistert. Also, ja, voll. Du hast schönere Nägel als ich. Yeah. Richtig gut.